Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 23. Juni. Wir wollen uns das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen genauer anschauen, auch The Beast genannt, welches sich hier geradezu mustergültig nach oben bewegt. Wir sehen hier den Tagesschart und ja, die Stabilisierung. Da müssen wir uns nochmal ein Stück weit reinzoomen in den Tagesschart. Hier die Stabilisierung über diesem Support um 189,60. Und dementsprechend schob sich das Währungspaar im Zuge dieser sehr sauber etablierten Aufwärtstrendlinie immer weiter nach oben. In der letzten Woche gab es dann auch nochmal sehr, sehr schönes Momentum mit dem Ausbruch über 192, dann letztlich hier die Perspektive weiter in Richtung 195, 196 zu streben. Und dies erfolgte eben. Und seither oszilliert das Währungspaar seitwärts auf sehr, sehr hohem Niveau. Sie sehen hier, das bullische Momentum ist gegeben und der Weg nach oben grundsätzlich frei. Denn das Währungspaar hat jetzt hier mit den aktuellen Aufstiegen sozusagen die Niveaus des Jahres 2008 erreicht. Also wir haben praktisch hier den Status quo in Anführungszeichen der vergangenen sehr, sehr scharfen Korrektur im Anschluss an die Finanzmarktkrise ein Stück weit relativiert mit den Niveaus, die wir jetzt eben erreicht haben. Und rein technisch wäre jetzt hier mit Blick auf die nächsten Tage/Wochen ein Level von 200 Yen durchaus denkbar. Jetzt muss man natürlich sehen, ob das Währungspaar die Power dazu hat. Rein technisch bestehen die Chancen in jedem Falle. Wir schauen mal auf die Wochentagsstatistik für heute. Und da wird offenbart, dass der Dienstag, und das sehen wir hier sehr, sehr eindeutig, auch gerade zu Wochenbeginn der, oder besser gesagt, das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen in einem sehr, sehr bullischen Momentum. Sie sehen, jeder Wochentag ist hier über 60%. Montag, Dienstag, Mittwoch. Das sind wirklich sehr, sehr gute Stats. Hingegen hier zum Wochenabschluss, gerade der Donnerstag und insbesondere der Freitag, auch im Overall View, schauen Sie sich das an. Der Freitag während der letzten 52 Handelswochen mit 43% positiver Schlusspreise. Das ist ganz klar negativ, aber auch im Overall mit 49% positiver Schlusspreise ein klarer Verlusttag bzw. ein klar schwacher Tag im Vergleich zu den ganzen anderen. Klar, insofern, dass wir hier eben unter 50% liegen. Jetzt muss man natürlich sehen, was der oder das Währungspaar letztlich, was es jetzt aus den vorgegebenen Chancen macht. Wir haben auf Tagesbasis einen großen, sauber etablierten Aufwärtstrend, haben hier eben eine sehr, sehr starke Momentumkerze gesehen am 17.06. Seither oszillieren wir seitwärts auf hohem Niveau und das ist eigentlich relativ bullisch zu interpretieren. Schauen wir uns das mal hier im Stundenchartintervall an. Die Range beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen dementsprechend eng geknüpft. Das kann man hier wieder schön visualisieren. So im Rechteck. So, da haben wir es schon. Und da sehen wir hier grob im Prinzip auf der Unterseite das Level 194,60, 194,65 und hier oben kann man sogar ein Stück tiefer am besten noch gehen, 195,50. Das heißt, wir sind hier in einer sehr, sehr engen Spanne gefangen und wenn es denn dazu kommt, dass das Währungspaar sich da rausschraubt, dann kann hier richtig gutes Momentum folgen. Schauen wir uns dazu nochmal hier die MetaTrader 4 Stats an zu dem Währungspaar hier im 15-Minuten-Chart. Und da gehen wir ein Stück weit tiefer in die aktuellen Bewegungen rein und da sehen wir, die Asia-Range sind oder war bislang 52 Pips. Asia-Range ist ja schon beendet. Wir sind jetzt hier in der European Session, also im Europahandel. Und wir sehen auch, dass das Währungspaar schon versucht hat, hier auf neue Tageshochs rauszuziehen. Man achte hier auf das Level 195,43. Wenn das Währungspaar sich darüber erhebt, dann haben wir praktisch nochmal hier ein Wink in Richtung dessen, dass das europäische Kapital das Währungspaar weiter nach oben tragen möchte und die Konsolidierung sozusagen nach oben auflöst. Dann hätten wir hier nur noch das Vortageshoch, was hier beim Level von 195,58 rund liegt. Wenn es sich nämlich darüber erhebt, dann haben wir auch schon das Vorwochenhoch bei 195,84 rund. Und dann, wenn wir die Range im Grunde genommen ausschöpfen sollten, dann hätte das Währungspaar im Sinne dessen, dass wir hier aktuell 60 Pips gelaufen sind, im Schnitt das Währungspaar rund 130 läuft, eben noch gute 70 Pips Potenzial. Und das wäre natürlich hier vom aktuellen Level bzw. vom Ausbruchslevel ausgehend hier eine sehr, sehr schöne Bewegung, die man relativ gut covern könnte. Jetzt sehen wir aber aktuell, dass das Währungspaar ein Stück weit ernüchternd wieder reinkommt. Also der Ausbruch ist zunächst gescheitert. Jetzt muss man sehen, ob die Bullen die Kraft haben, hier das Währungspaar nochmal nach oben zu heben. Ansonsten sollte man hier innerhalb dieser Asia-Range, also des Handels hier während des asiatischen Zeitfensters, ja, eher weniger aktiv werden, denn das Kapital ist sich sozusagen unschlüssig, wohin denn jetzt die Reise gehen soll. Grundsätzlich hier mit 52
Pips, eine relativ große Range, aber wenn es einen Ausbruch gibt, dann kann es eben gute 70 Pips nochmal, 70 bis 80 Pips in die eine oder andere Richtung gehen. Insofern einfach mal beobachten, das Währungspaar deutet eben aufgrund des bullischen Wochentages, aufgrund der Kurskonsolidierung auf hohem Niveau. Das sehen wir jetzt mal, weil ich jetzt in den Stundenchart mal gewechselt bin, sehen die Rahmenbedingungen eigentlich mal gar nicht so schlecht aus. Also es soll wirklich heißen, das Währungspaar besitzt hier Potenzial im Sinne des Momentums nach oben auszubrechen, Wochentag positiv. Dazu sollten aber, wie gesagt, die Käufer es relativ zügig schaffen, das Währungspaar auf ein neues Tageshoch rauszuhieven. Andernfalls besteht die Gefahr, dass wir hier, wie in den vergangenen Tagen auch schon, seitwärts oszillieren und nicht wirkliches Momentum entwickeln können. Das ist natürlich ganz klar eine Gefahr, die hier schwelgt. Negativ wäre ein neues Tagestief. Dann hätte man hier sicherlich Chancen in Richtung Vortagestief. Aber das Währungspaar selber grundsätzlich gut ausgerichtet, grundsätzlich nach oben geneigt. Und wenn es jetzt hier nicht nochmal einen richtigen Tiefschlag gibt, dann stehen die Chancen gut, dass wir hier durchaus nochmal weitere Preisaufschläge sehen können. Achten Sie auch hier auf den Pivot Point, der hier bei 195,14 liegt. Wenn es da deutlich drunter geht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir auch neue Tagestiefs machen. Aber aktuell behauptet sich das Währungspaar eben darüber und insofern wollen wir hier mal nicht den Bären an die Wand malen sozusagen. Also, liebe Zuschauer, das wäre es auch schon gewesen für die heutige Beschau zum Beast, zum britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen. Wenn Sie mögen, schauen Sie nachher nochmal rein auf den JFD Desktop, da gibt es dann nochmal Beschau zum DAX, der ja hier wieder förmlich nach oben auftritt. Und ansonsten hören wir uns spätestens morgen zur nächsten Sendung. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.